Servus Leute und willkommen zu einem Event, möchte ich schon fast sagen. Ne, zur ersten Folge natürlich von Star Citizen und zwar mit dem Dogfight-Modul von dem guten Chris Roberts, dem Urvater von Wing Commander und seiner neuen Firma. Bevor ich mit dem Dogfight-Modul anfange, möchte ich ein bisschen euch rumführen in meine Hangar. Hier ist die Eingangstür, ist voll schön. Hier ist mein unglaublich tolles Handtuch, das auf Knopfdruck verschwommen wird. Und hier ist er. Ich habe den billigsten aller billigsten Hangars genommen. Denn, ja, mehr Geld hatte ich nicht in Anführungszeichen. Mehr Geld wollte ich auch nicht ausgeben. Ich zeige euch gleich mein Schiffchen. Aber vorher ziehen wir uns den Helm an. Der wird nämlich wichtig fürs Dogfight-Modul, weil ohne den kann man es nicht spielen. Bis ich das herausgefunden hatte, hat es erstmal eine Viertelstunde gedauert. Die coole Helmanzieh-Animation, die man aus der Vorstellung des Dogfight-Moduls kennt, die gibt es jetzt leider nicht. Ich hoffe, dass sie irgendwann noch kommt. Ja, gut, müssen wir halt abwarten. Hier haben wir eine Vitrine, da können normalerweise Schiffsmodelle ausgestellt werden. Daher, dass ich aber nicht viel ausgegeben habe für meinen Account, ist da halt nichts drin, ne? Aber natürlich erstmal zum Wichtigsten, mein Schiff, die Aurora in der Legionärs-Variante. Das ist quasi die Kampfvariante. Die ist ein bisschen cooler als die, mit der wir uns gleich in den Dogfight stürzen. Und zwar Primärbewaffnung sind halt die vier Repeater-Kanonen. Die sind ziemlich cool. Machen gut Bums, habe ich schon ausprobiert. Und da oben haben wir noch vier Raketen. Die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also die Legionärs-Variante hat auch insgesamt mehr Power als die Trainer-Variante. Das seht ihr allein schon hier an den Lufteinlässen, hier an der Seite und da oben. Die sind doch hier eher, ich sag mal, nicht vorhanden, so mehr oder weniger. So ein bisschen hier auf der Seite, das kleine Lufteinlässchen da. Und insgesamt ist die auch ein bisschen potenter. Gehen wir mal kurz rein. Das möchte ich jetzt aber nur mal kurz am Rande machen. Denn wir sind ja alle hier, um den Dogfight zu sehen. Ja, sieht ganz nett aus. Hier hinten ist noch so eine Schlafkoje drin. Da könnte man sich jetzt noch reinlegen. Das mache ich jetzt aber nicht. Und hier ist halt vorne mein Cockpit. Ich setze mich mal kurz hin, dass ihr gleich mal den Vergleich seht, wie es hier aussieht und wie es drüben aussieht. Wir haben hier einen Haufen an Anzeigen, die allerdings momentan nicht animiert sind. Ich hoffe, dass das noch kommt. Ja, und mehr kann man leider hier momentan noch nicht machen. Dafür ist ja der Trainer da, was ich ein bisschen schade finde, das kommt aber noch. Ist es nicht so dermaßen cool, wie man es aus der Präsentation gesehen hat. Aber das erkläre ich euch gleich, warum. Hier erst noch kurz möchte ich euch zeigen mein Schießstand mit dem Tech Mount. Da kannst du halt eine Waffe dran basteln. Hier ist so eine schöne Kanone von dem Trainer dran. Moment, ich zeige euch das mal. Was ich sehr cool finde, sind diese Displays, die halt einfach in der Luft rumschweben. Also, wer auch immer auf die Idee kam, Respekt. Und jetzt kann ich aus irgendeinem Grund nicht aufs Display zugreifen. Normalerweise benutzt man dafür die Tab-Taste, aber da passiert gerade nix. Mach nochmal an. Nö, mag gerade nicht funktionieren. Aber egal, ist jetzt auch nicht so wichtig. Jetzt müssen wir natürlich nur die Daumen drücken, dass sich der Bug nicht auch auf das Dogfight-Modul auswirkt. Ich möchte mal kurz was gucken. Hier sind nämlich auch so eine Kiste, da ist Krempel drin. Da könnte ich mich jetzt umziehen, aber wir wollen ja kämpfen gehen, deswegen mache ich das jetzt mal nicht.
Und auch dieses Display funktioniert nicht. Das wollte ich jetzt gerade mal ausprobieren. Naja, gut. Das bin übrigens ich. Das hier ist meine Zivilkleidung. So, gut. Genug hier gezeigt. Lasst uns schnell in den Simulator springen. Es gibt im Prinzip zwei Modi, die man spielen kann. Einmal gegen Drohnen. Das ist der Modus, den momentan ich spielen kann. Und dann gibt es noch den Modus gegen echte Spieler. Das kann ich euch momentan allerdings noch nicht zeigen. Das ist nur für eine begrenzte Anzahl von Spielern freigegeben. Und ich darf leider noch nicht mitmachen, weil meine Citizen-Nummer zu hoch ist. Citizen-Nummer, die wurde halt laufend vergeben für jeden Account, der erstellt wurde. Und daher, dass ich sehr spät gebackt habe, bekomme ich momentan noch nicht die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Es gibt dann einmal den Free-Flight-Modus und den Wendell-Swarm-Modus. Den Free-Flight-Modus habe ich noch nicht gespielt. Wendell-Swarm ist halt der Dogfight-Modus. Zwei Karten gibt es momentan, einmal Broken Moon und Dying Star. Und ich möchte momentan erstmal mit euch Dying Star spielen, weil die meiner Meinung nach einfach ein bisschen mehr hermacht. Und wie ihr hier so seht, hier sind keine Anzeigen gewesen und so weiter. Macht auch Sinn, weil die Kiste ist noch nicht an. Deswegen finde ich es bei meinem eigentlichen Flugzeug, bei der Legionär, ein bisschen komisch. Aber egal. Jetzt spielen wir mit dem Trainer. Der hat leider nur zwei Waffen. Jetzt habe ich die Waffen vergessen, die sehen wir aber gleich. Und auch vier Raketen auf dem Dach. Die finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Hoffentlich kriegen wir sie auch gescheit eingesetzt. Ich hatte jetzt zweimal einen Bug. Ich hoffe, dass der nicht wieder jetzt auftaucht. Ich möchte die Aufnahme nicht schon wieder beginnen. Und zwar war mein Fadenkreuz weg. Und die Animation, die Bildchen, die, ja, die Scan-Animation für die gegnerischen Schiffe war auch nicht da. Aber es ist da. Sehr gut. Fadenkreuz ist da. Enjoy the ride. System check. Das Ganze funktioniert in Wellenform. Es kommen immer Wellen von Gegnern, die wir bekämpfen müssen. Und wir haben auch noch zwei Kollegen, die fliegen in Hornets rum. Wie gesagt, wir in der Aurora. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir uns die ersten Kerle mal. Während dem Spiel werde ich euch so noch ein paar Sachen zeigen, was ich ganz cool finde. Allein jetzt hier schon diese Animation finde ich total super. Ja, wir haben hier, wie gesagt, zwei Behringer Laser. M3A, gut, sagt mir jetzt persönlich nicht so viel. Die sind ganz nett. Und Raketen, die zeige ich euch gleich. Aber jetzt holen wir uns erstmal den ersten Feind. Was ich ganz cool finde, man sieht immer, oh, jetzt hängt sich gerade einer an mich dran, man sieht immer, wo man die Gegner trifft. Allein erstens am Schild und zweitens hier oben rechts am Bildschirm. Wenn ich mal treffen sollte. So, da seht ihr oben rechts, wenn das so blau aufleuchtet, dann habe ich ihn getroffen. Und natürlich auch. Und natürlich auch, wenn die Schilde anfangen bei dem zusammenzubrechen, halt auch hier im Spiel an sich sieht man das wunderschön. Ich muss ein bisschen sagen, bei Elite Dangerous sieht man das noch viel besser. Und das gefällt mir da auch ein wenig mehr. Aber das macht hier auch schon eine Menge her. So, wir krallen uns jetzt den Gegner. Und zwar jagen wir dem eine Rakete auf den Arsch. Dafür müssen wir mittlere Maustaste drücken. Natürlich müssen wir ihn erstmal sehen. Moment. Mittlere Maustaste drücken. Ach, Mist, der ist gerade zu nah. Moment, ich fliege mal ein Stück raus. Mit Shift rechts. Links können wir ordentlich drauf boosten. Und man merkt halt auch super, wie träge das ist. Also die Physik ist schon sehr komplex, wie ich finde. Und es macht einfach Spaß, das Ding zu fliegen. Also man merkt, dass man unterwegs ist im Weltraum. So, jetzt seht ihr hier die Aufschaltung. Und jetzt. Ach Mist, das ist zu nah an dem Teil dran.
wollte nämlich gerade mal in die Außenperspektive gehen, wenn ich die Rakete abschieße, weil ich finde, dass das ziemlich cool aussieht. Impact. Ich sollte mich langsam mal von diesem Ding hier wegbewegen. Scheiß drauf, dann holen wir uns den erst jetzt mit Lasern. Ach, nee, wir holen uns den nicht mit Lasern. So, raus und weg mit der Rakete. Zack. Und die Schilde, die Schiffe zerplatzen halt auch richtig schön. Also, Chans Modell ist meiner Meinung nach echt allererste Sahne. Macht Spaß zuzugucken, wie die Schilde erst zerbratzen und dann die Schiffe ihre Struktur verlieren. Die platzen nämlich richtig auseinander. Die funktionieren teilweise danach auch noch. Und dann können die zum Beispiel noch Selbstmord begehen, die Leute. Auch das Schadensmodell am eigenen Schiff ist sehr nett, wie ich finde. Aber funktioniert teilweise noch nicht richtig. Also, wenn wir hier zerschossen werden, funktioniert es. Wenn wir gegen einen Asteroiden oder gegen diese Raumstation fliegen, funktioniert es irgendwie nicht. Da prallst du quasi ab. Schaden gibt es teilweise dann auch nicht. Das finde ich ein bisschen komisch noch, aber gut. Wir reden hier immer noch von einer sehr, sehr frühen Version. Da kann sich ja noch einiges tun. Also momentan noch unangebrachtes Meckern. Scheiße, jetzt funktionieren meine Waffen nicht richtig. Das liegt daran. So, sehr gut. Liegt teilweise daran, dass wir... Moment, ach, ich zeig's euch einfach. Warum so viel labert, wenn ich es euch auch zeigen kann. Man kann nämlich hier das HUD umschalten. Und ich bin... Wow. Scheiße, da hat mich einer gerade gut zerschrotet. Schilde kritisch. Nicht gut. Scheiße. Wie ihr seht, die rechte Seite ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Alert. Der obere... Ah, scheiße, jetzt haben die auch noch mein Hitzemanagement mit den Treffern durcheinander gebracht. Kacke. Scheiße. Das Ding steuert sich jetzt leider wie ein Schuhkarton. Meine Waffen sind Gott sei Dank da, das ist schon mal positiv. Aber alles hat Auswirkungen. Also ich kann gerade nicht mehr so wirklich gut fliegen. Deswegen habe ich dem jetzt eine Rakete hinterher geschickt. Hier seht ihr auch schon an der Waffe, die ist gelb. Das heißt, sie ist schon gut kaputt. Und hier oben meine strukturelle Integrität auf der rechten Seite ist zum Heulen. So, zweite Welle wurde gerade angesetzt. Die erste haben wir nämlich gut platt gemacht. Aber ich gehe nochmal in die Außenansicht. Das sprutzelt immer so schön. Ah, wobei, nee, ist nicht das Richtige kaputt gegangen. Hier so eine schöne Außenansicht von vorne, was ich ganz cool finde, wenn ich jetzt nach unten fliege. Sieht man das? So ein bisschen. Hier die Thruster ganz vorne an der Nase und hinten bewegen sich halt. Das finde ich halt schon sehr nett. Alles beweglich. Finde ich richtig cool gemacht. Macht auch Spaß, dazu zu gucken. Und warum ist es denn jetzt hier auf einmal so dunkel? Hat sich da was vor die Sonne geschoben oder was? So, holen wir uns den jetzt erstmal. Wie ich gerade merke, na doch. Ich hab gedacht, meine... Scheiße. Ah! Ich hab gedacht, meine Hitze wäre wieder hergestellt, mein Hitzemanagement. Nee. Jetzt kann ich nämlich gar nicht mehr schießen. Das ist ziemlich unkühl. Was die Anzeige? Moment. Das ist meine Power-Anzeige. Wie ich damit richtig interagiere, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, man könnte hier, also ich bin jetzt im Free-Float-Modus von meiner Anzeige, ich glaube, man könnte hier Sachen einstellen. Aber das funktioniert
irgendwie alles noch nicht so ganz. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. So. Scheiße. Wenn man übrigens drauf geht, was wahrscheinlich relativ bald passieren wird, kann man auch respawnen. Also deswegen lasse ich mich jetzt vielleicht mal gerade zerlegen. Können wir uns auch ein bisschen mal angucken, wie es aussieht, wenn man getroffen wird, wenn die Schilde was abbekommen, hat man eben schon durch diesen leicht blauen Schein gesehen, aber jetzt hat die Nase den Angriff abgebrochen. Na gut. Dann gehe ich doch nochmal kurz auf Jagd. Weil in der nächsten Welle oder in den nächsten zwei Wellen werde ich auf jeden Fall drauf gehen. Weil da gibt es auch sowas wie, ich sag mal, ein Endgegner. So. Ich rotze jetzt meine letzte Rakete raus. Hab nämlich nur vier. Die halt auch auf dem Dach verbaut waren. So, die fliegt ja jetzt so schön hinterher. Ich hoffe mal, dass man das sieht. Boom. Und weg ist es. Was natürlich auch geht, wenn man von einer Rakete verfolgt wird, das wird mir wahrscheinlich gleich passieren in der nächsten Runde, weil dann schießen die auch selber mit Raketen. Man kann Flares abschmeißen. Scheiße, und jetzt ist schon wieder mein Hitzemanagement so im Arsch. Deswegen gehe ich mal ein bisschen von meiner Power runter. Komm schon. Ich weiß auch nicht, was ich gegen die Überhitzung machen kann. Shit. Gut, dann zeige ich euch nochmal alle HUD-Versionen. Das hier ist quasi die Info über meine Struktur und über die Waffen. Da seht ihr schon bei den Waffen, da steht jetzt überall so ein rotes Haar. Nicht gut. Heißt Überhitzung. Als nächstes haben wir generell die Waffen an sich. Da steht eigentlich nur, ob der Kretz funktioniert oder nicht. Was die Nummer 4 ist. Was ist denn die Nummer 4? Achso, das ist meine Raketenlafette. Aber was die 5 ist, das sind. Ah, das sind Flare. Alles klar. Genau, das sind einmal die Waffen. Dann als nächstes kommen wir zum Power Management. Ja, da fehlt halt irgendwie ein bisschen was. Und ich glaube, den ramme ich jetzt einfach mal, die Sau. Wo ist er denn? Da. Komm schon. Komm schon. Noch ein Stück. Ich krieg ihn nicht. Die sind aber auch viel wendiger, die Gegner. Das nervt. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt gedrückt? Ah, hier unten kann man noch die Karte ein bisschen verändern. Ich probiere nämlich gerade einfach mal Tasten aus. Was habe ich jetzt hier gedrückt? Funktioniert alles irgendwie gerade nicht ganz so gut. Was ist denn da los? Will ich das Ding gleich auseinander? Wisst ihr was? Ich fahre die Kiste jetzt einfach mal in die Wand. So. Impact. Weapons System. So. Jetzt habe ich wenigstens auch mal selber gesehen, was passiert, wenn man das Ding volle Möhre gegen die Wand fährt, weil vorhin ist das nie explodiert. Wenn ich das ausprobiert habe. Und das Schöne ist, ich kann halt wieder restarten. So. Wir sind jetzt wieder komplett aufgemodelt und jetzt holen wir uns noch schnell den letzten Gegner. Jetzt ist nämlich hier nichts mehr mit Overheating. Komm schon. Dem seine Schilde sind anscheinend eh schon komplett weg.
Ah, aber die sind einfach zu wendig. Also die Aurora, die ist ja schön und gut, die ist auch sehr schnell. Aber die ist nicht so wendig. Komm schon. Gleich hast du es hinter dir. Werde ich also nicht so. So. Wow. Wie sieht's aus? Hat das irgendwas von mir kaputt gemacht? Nee, alles noch in Ordnung. Ja, scheint alles noch gut zu sein. Die nächste Welle kommt. Ich glaube, da ist jetzt sowas wie ein Bossgegner dabei. Ja. Vendul Prime Little King joined. Die guten Freunde werden jetzt auch mit Raketen auf uns Jagd machen. Das weiß ich von vorhin schon. Da war ich nämlich vorhin schon mal in der Situation. Das ist manchmal gar nicht so cool. Deswegen werde ich mich jetzt sehr tüchtig mit Raketen um die Leute kümmern. Wenn es nötig ist. Krass. Toll. So, jetzt habe ich gerade eine Verfolgungsjagd, glaube ich. Scheiße. Die hat mich doch erwischt. Aber jetzt habe ich auch noch einen hinter mir. Was ich ein bisschen fies finde. Die können sich so dermaßen schnell drehen. Und zum Gegenangriff übergehen. Scheiße. Komm, explodier noch. Dann haben wir wenigstens was zu gucken. Nee, leider nicht. Schade. Gut. Also wie gesagt, die sind jetzt eine ganze Nummer besser als die Schießbuden von vorher. So, du Penner. Ja, sehe ich jetzt einen Arsch mit einer Rakete. Wenn er schlau ist, wirft er noch Flares ab, aber... Glaube ich nicht dran. Nö. Jetzt haben wir schon wieder einen hinter uns. Da seht ihr links oben. Da hat es jemand auf uns abgesehen. Ich gucke mir jetzt erstmal meine Schilde an. Da ist so ein kleines Rädchen. Da seht ihr, wie sich die Schilde aufbauen bzw. wieder festigen. Irgendwas brutzelt hier. Oh, Junge. Wo ist der? Scheiße, der ist direkt hinter uns. Und da seht ihr, wie die Schilde was abbekommen. Scheiße, Schild ist aus. Ich gehe jetzt aber mal wieder kurz auf die Ansicht von meinem HUD. Das ist mir jetzt gerade wichtiger. So, mein Freund, und du kriegst jetzt auch eine Rakete. Das ist nämlich der Boss. Scheiße. Oh, Junge. So, jetzt habe ich dich. So, erst noch die Schilde ein bisschen anfetzen, bevor die Rakete kommt. Scheiße. Sehr gut. Ich glaube, der hatte eine Flare abgeworfen, weil meine Rakete nicht eingeschlagen ist. Treffer. Treffer. Komm schon. Ah, jetzt ist meine Waffe wieder überhitzt. Scheiß drauf. Da steht den Arsch nochmal mit dem Wing weg. Da kommt mir jetzt direkt entgegen. Meine Schilde. Scheiße. Aber wenigstens haben wir jetzt mal gesehen, wie es aussieht, wenn was kaputt geht. Jetzt bin ich voll im Irre reingeflogen, ich Depp. So. Nee, aber hat auch ganz gut funktioniert. So. So, jetzt haben wir wieder normale Gegner. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt noch weitergeht. Deswegen mache ich mal an der Stelle Schluss, würde ich sagen. Und ich mache einfach in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder bei einem anderen Projektchen von mir. Bis dann, tschüssi!